Extrem, extremer, am extremsten. Galileo zeigt 8 Menschen aus aller Welt, die dich verblüffen werden. Los geht's mit Platz 8 der extremsten Menschen weltweit. Es ist ein Mann mit einem ungewöhnlichen Körperteil. Bloß welchem? Okay, krass. Ja. Was ist denn Flatsch wie du? Was laberst du da? Ja, Wahnsinnstyp. Kann aber schon gut essen, oder? In den USA, in Syracuse, New York, wohnt der Mann mit der breitesten Zunge der Welt, Byron Schlenker. Mit 8,6 cm Breite gehört ihm seit November 2014 der offizielle Weltrekord. Das Zertifikat hat er immer griffbereit. Aufmerksamkeit ist ihm sicher, egal wo er hinkommt. Er ist stolz auf seinen Rekord und nimmt den Trubel mit Humor. Wenn du deine Zunge ins Guinness-Buch der Rekorde bringst, dann musst du sie auch zeigen. Ich bin ja keine Primadonna. Die Leute haben Spaß daran. Es ist ja ein alberner Rekord, einfach ein Spaß. Und wer ist sonst schon im Guinness-Buch der Rekorde? Und weiter geht's mit Platz 7 der weltweit extremsten Menschen. Dürfen wir vorstellen, Lauren Curtis aus New Jersey und ihre 45 cm langen Fingernägel. Aber was findet Lauren daran? Sie sehen besonders aus. Sie sind meine lebende Skulptur und sie sehen interessant aus. Sie sehen vielleicht nicht elegant aus, aber auf jeden Fall extrem. Und ich finde sie schön. Es ist mir egal, was andere davon halten. Mit 15 fing Lauren an, ihre Nägel wachsen zu lassen. Die Alltagsprobleme mit dem seltsamen Schönheitsideal meistert die 46-Jährige erstaunlich. Getippt wird mit den Knöcheln. Beim Kochen hat sie sich schon manches Mal angekokelt. Autsch. Und zum Abwasch benutzt sie eine umfunktionierte Klobürste. Diese Bürste benutze ich, weil sie durch den langen Griff praktischer für mich ist als ein Schwamm. Der Griff ist länger als meine Nägel, so werden meine Nägel nicht nass. Lauren hat ihr ganzes Leben auf ihre Nägel ausgerichtet. Schuhe trägt sie nur mit Reißverschluss. Und um einigermaßen texten zu können, hat sie bei einem Daumen auf ein paar Zentimeter verzichtet. Ganz schön extrem, die Frau mit den längsten Nägeln. Weiter geht's mit Platz 6 der weltweit extremsten Menschen. Elisane da Cruz Silva ist mit 2,6 Meter der größte Teenager Brasiliens. Und sie hat einen Traum, der mindestens so riesig ist wie sie selbst. Manche spotten hinter meinem Rücken, ich sei eine Giraffe. Die meisten aber machen mir Komplimente, wie schön ich sei und dass ich unbedingt Model werden sollte. Die normalsten Dinge des Lebens, für Elisani nahezu unmöglich. In ein Auto passt sie allenfalls gekrümmt, Fahren scheidet aus. Hausarbeit ist jedes Mal eine einzige Strapaze. Schon jetzt sind ihre Gelenke vom ständigen Niederknien angegriffen. Und auch der Kopf muss einiges aushalten. Dieser Durchgang ist sehr gefährlich für mich, er ist einfach zu niedrig. Aber dafür immerhin Glück in der Liebe. Seit 3 Jahren ist die 2,6 Meter Riesin in ihren 40 cm kleineren Freund verliebt. Auch wenn ein Kuss sie jedes Mal vor eine Herausforderung stellt. Jetzt hofft Elisani auf eine Entdeckung als Model. In Brasilien ist sie schon jetzt die allergrößte. Weiter geht's mit Platz 5 der weltweit extremsten Menschen. In Florida, Orlando, lebt die Frau mit den längsten Dreadlocks der Welt. Ja, die Haare sind wirklich verdammt lang. So lang, dass Asha Mandela es 2008 sogar ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft hat. Sei vorsichtig, Baby. Da hinten ist eine dünne Stelle. Damals waren Ashas Rasterzöpfe im Durchschnitt 6 Meter lang, die längste Strähne sogar 21 Meter. Und nicht nur das, die langen Haare wiegen auch fast 5 Kilo. Ich binde die Haare lieber über die Schulter als um den Bauch, weil das sonst auf Dauer drückt. Diese Bindetechnik haben wir von meiner Mutter aus Afrika. Sie heißt Wakilo Tai. In Emmanuels afrikanischer Heimat Kenia tragen Frauen ihre Babys auf diese Weise. Asha muss sich für so ziemlich jeden Handgriff im Alltag etwas Besonderes einfallen lassen. Schaut mal, so fahre ich mit meinem Babyauto. Eine Hand an Steuer, die andere auf die Haare. So leisten wir uns auf der Fahrt Gesellschaft, mein Baby und ich. Asha hat ihre Haare quasi zum Beruf gemacht. Sie tritt bei Events auf und verkauft eigene Haarpflegeprodukte, sogar an Kunden aus Deutschland. Asha hat am ganzen Körper starken Haarwuchs und muss sich auch im Gesicht rasieren. Dass ihre Haare so lang werden, ist genetisch bedingt.
Asher Mandela und ihre langen Dreadlocks, wenn sie nicht geschnitten wurden, wachsen sie noch heute so extrem. Weiter geht's mit Platz 4 der extremsten Menschen weltweit. Und der geht an Mr. Elastic, wie der Mann auf dem Foto genannt wird. Der Mann heißt Moses Lanham und will uns heute zeigen, wie das Foto entstanden ist. Wie auf dem Bild hat er seine Klamotten falsch herum angezogen. So ist alles verdreht, außer Moses' Füßen. Was ist das denn? Hat der Mann keine Kniegelenke? Als wäre es das Normalste der Welt, dreht Moses seine Schuhe um 180 Grad. 1:1 wie auf dem Foto. Es sind also seine Füße und nicht sein Kopf, der verdreht ist. Naja, der Trick ist, dass es eigentlich keinen Trick gibt. Diese extreme Flexibilität liegt an meinen Gelenken. Meine Knie, Hüfte und Sprunggelenke sind besonders elastisch. Sie erlauben mir, meine Knochen im Gelenk komplett durchzurotieren. Moses' seltsame Fähigkeit hat einen Namen, Hypermobilität, besonders dehnbare Gelenke. Das kommt zwar öfters vor, aber solche Gummiknie wie die von Moses gibt es auf der Welt kein zweites Mal. Die 8 extremsten Menschen der Welt, Platz 3. Der Mann mit dem längsten Schnurrbart der Welt. Im indischen Bundesstaat Rajasthan hat Ram seit über 50 Jahren eines nicht mehr getan, sich zu rasieren. Der gesamte Schnurrbart ist 5,70 Meter lang. Ein Guinness-Buch-Rekord, der seinen Preis hat. Umgerechnet hat ihn seine Bartpflege schon ein ganzes Haus gekostet. Seine Geheimtipps? Täglich stundenlange Bartpflege mit Senf- und Yangilang-Öl, das aus dem gleichnamigen tropischen Baum gewonnen wird. Außerdem schwört Ram auf seine geheime Yoga-Technik, die seinen Mustache zum Wachsen anregen soll. Aber so ein Megaschnauzer stellt Ram auch vor Herausforderungen. Eine Schwierigkeit ist das Schlafen. Ich muss ihn immer umlegen, bevor ich mich nachts umdrehe. Und es ist sehr anstrengend, weil es im Sommer in Rajasthan sehr heiß ist. Doch all das ist es ihm wert. Ram ist stolz auf seine Titel. Unter anderem ist er zweimal mit seinem Schnurrbart im Guinness-Buch der Rekorde. Und genau deshalb lässt er ihn weiter wachsen. Der Mann mit dem längsten Schnurrbart der Welt. Weiter geht's mit Platz 2 der weltweit extremsten Menschen. Das ist Chen Yuan. Sie kann mit beiden Händen und Füßen gleichzeitig schreiben. Gerade schreibt sie ein chinesisches Gedicht. Dabei bringt sie mit jeder Hand und jedem Fuß eine andere Strophe zu Papier. Ich konnte in der Schule schon zwei Geschichten parallel mit beiden Händen schreiben oder mit einer Hand rechnen und mit der anderen zeichnen. Ein MRT ihres Kopfes zeigt, Chen ist ein medizinisches Wunder. Auffällig sind diese Schatten. Man findet sie auch bei Hochbegabten. Sie beweisen, Chens Gehirn ist überproportional leistungsfähig. Nur schade, dass Chen dieses Talent beruflich kaum nutzen kann. Sie ist nämlich Wahrsagerin. Und jetzt kommen wir zum Platz 1 der weltweit extremsten Menschen. In Chicago treffen wir Jamie Keaton, dem Mann mit dem Saugnapf-Syndrom. Alle Dosen bleiben an ihm haften. Siehst du Kleber? Wir untersuchen den Dosenboden genau. Kleber entdecken wir keinen. Dieselbe Dose, die bei Jamie kleben wird, fällt bei unserem Reporter immer wieder runter. Nur mit einer einzigen Bewegung klebt die Dose an Jamies Hand. Ohne sie festzuhalten, sitzt sie bombenfest. Als ich 7 war, begannen meine Spielsachen an mir zu kleben. Als ich älter war, habe ich mir für ein Footballspiel eine Glatze rasiert. Ich habe mir die Dose zum Kühlen an den Kopf gehalten und beim Home Run vor Aufregung die Hände hochgerissen. Plötzlich klebt die Dose an meinem Kopf. Meine Hautporen saugen Sauerstoff ein. Gleichzeitig erwärmt sich mein Körper. Das ist dann wie ein Saugnapf. Die Dinge haften an mir.
So viel Saugkraft steckt in Jamies Kopf. Unser Reporter zieht mit Hilfe einer Kofferwaage. Unglaublich. Jamie kann das Gewicht eines Bierkastens ziehen. Einfach extrem. Unser Platz 1.